Die Armaleiter Kanadier halten einiges aus. Wenn man mal eine Kollision hat, wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Das habt ihr jetzt gesehen, was das Boot wegstecken kann. Wenn ihr trotzdem einmal eine Reparatur machen wollt, dann zeige ich jetzt einmal, wie das funktioniert. Wenn das Boot einmal abschwimmt oder wenn ihr seitlich mit großer Wasserwucht gegen einen spitzen Gegenstand treibt, dann kann es passieren, dass die Bootshülle einen Riss bekommt. Dann habt ihr hoffentlich ein bisschen Ducktape dabei und mit dem kann man den Riss zumindest so weit abdichten, dass die Fahrt fortgesetzt werden kann. Das hält in der Regel mehrere Tage. Einfach das Ducktape über den Riss kleben, sauber andrücken und schon kann die Fahrt weitergehen. Der Urlaub ist gerettet. Obwohl die Armaleikanadier nicht aus Harz, sondern aus Polypropylen hergestellt sind, können wir das Boot mit einem 5-Minuten-Epoxy und Glasgewebe reparieren. Das kommt daher, weil wir so einen hohen Glasanteil im Material haben, sodass wir auch hier wie bei einem laminierten Boot reparieren können. Dieses Material, das man eigentlich in jedem Marineshop oder auch in vielen Baumärkten bekommt. Zwei Komponenten Harz. Dann irgendein Glasfasergewebe. Das ist ganz egal, ob das ein Vlies oder ein feines oder ein grobes Gewebe ist. Auch Carbongewebe oder Mischgewebe sind geeignet. Egal, was ihr bekommt, ihr könnt es verwenden, um die Reparatur am Armaleiboot vorzubereiten. Hier ist die Innenseite von unserem Riss. Bevor wir mit dem Harz da drauf laminieren, wird die Oberfläche mit Schleifpapier Korn 40 angeraut. Thank you.